Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part von Dark Souls 2 Shoulder of the First Sin. Ja, wir sind, keine Sorge, immer noch hier am Leuchtfeuer. Und ja, wie gesagt, hier sitzt jemand. Und den werden wir jetzt mal ansprechen. Und ihn mal fragen, was er denn jetzt da so rumsitzt zwischen den beiden Skeletten. You've set me free. Now I can find him. The cheeky prick. He won't know what hit him. I am Crichton of Myra. I travel from land to land to hone my blade. I've heard this land was full of danger. I thought it would suit me perfectly. I joined forces with a man on the way. Was no more than a backstabbing knave. He took the first chance he had to try and off me. I decided to set a trap for him here. But then I got trapped myself. I can't believe that I was so dense. Thank the stars that you came along. You be careful of him. He wears this rather unusual ring. You know it when you see it. I've seen his type before. He kills entirely for the pleasure of it. I'm sure I won't be his last victim. The man's better off dead. I tell ya. He's a slick talker. So don't let him fool ya. Eine Yeah-Geste. Oh yeah, nehmen wir mit. Ja, er sagt gerade. Genau. Er sagt Pied. Ich hätte jetzt Pied gesagt, aber er sagt Pied. Ja, für den Fall, dass ihr den ersten Part oder dass du jetzt hier gerade an dem Bildschirm den ersten oder zweiten Part nicht gesehen hast oder vielleicht auch dritten Part, dieser Pied oder Pied, der hat uns relativ in einem der ersten Parts halt einen bestimmtes Item gegeben, ein relativ wichtiges Item, und zwar dieses Item hier, den weißen Symbolspeckstein. Diesen haben wir von Pied oder Pied, würde ich eigentlich sagen, bekommen, und der hat eigentlich auf uns einen ganz sympathischen Eindruck gemacht. Deswegen wundere ich mich jetzt gerade, warum der Crichton hier so einen mördermäßigen Hals auf den hat. Oh, und schon ist er weg. Einmal ins Feuer sind wir gegangen und schon ist er weg, hat sich irgendwo hin teleportiert. Kann gut sein, dass wir den wieder treffen. Nochmal. Aber wie gesagt, also ich bin jetzt überrascht, dass er den so offensichtlich so gar nicht leiden kann. Na gut, so kann es gehen. Ja, wir gehen weiter hier in diesem Gebiet und gucken erstmal in der Höhle, ob hier irgendwas Nützliches rumliegt, außer eine Titanitbrocken. Das war gut, oder? Eine Titanitbrocken. Aber allzu lange werden wir uns hier nicht aufhalten. Wir werden nur hier schön mal looten, was wir mitnehmen können. Oh, da ist schon ein Magier. Da war ein Magier. Und da gönnen wir uns mal ein Schlückchen hier. Köderschädel. Ja. Hat der Magier nichts mehr gebraucht? Nein. Natürlich auch gemein versteckt hier, genau hinter diesem dickeren Dingen hier. Können wir den schlagen? Nee. Ja. Nee, der. Da ist auch auf der anderen Seite ist ein Hebel. Ja, schön. Okay, dann müssen wir erstmal rum. Macht aber nichts. Können wir hier runter? Ist hier irgendwas? Nein, glaub nicht. Sieht nicht so aus. Ja, wir werden hier auch immer ausgelacht von diesen Giftdingern hier. Moment, Moment, wo sind wir denn jetzt gerade hergekommen? Habe ich denn gerade Orientierungsprobleme? Sind wir nicht hierher?
Nee. Ach, hier ist auch noch ein Ausgang. Guck mal. Haben wir gerade übersehen, fast. Also ich. Nicht wir in dem Fall, sondern ich. Ich habe ihn übersehen. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Danke. Wir laufen jetzt mal. Und zwar ein bisschen schneller. Ich hoffe, dass wir hier irgendwie durchkommen. Dass wir vielleicht hier in Ruhe gelassen werden, wollte ich sagen. Den habe ich gerade wieder nicht gesehen. Wo kamst du wieder her? Der kam gerade aus dem Nichts, oder? Der war plötzlich irgendwie da. Aber wir schauen noch mal kurz hier rein. Vielleicht liegt da hier noch was Nützliches rum. Obwohl das wirklich nicht sehr einladend aussieht. Also überhaupt nicht einladend aussieht. Aber dank unserer groben Keule. Oh, der hat sich was erwartet. Hallo? Ach, jetzt verstehe ich. Hier ist auch wieder ein Magier in dem Raum wahrscheinlich, der die alle wieder hier reaktiviert, oder wie? Wo geht's denn hier noch hin? Eine Estus-Scherbe! Yes! Eine Estus-Scherbe, das ist ja genial. Und Brocken und Schollen und was weiß ich noch alles. Dann hat sich der Weg hier aber gelohnt hier, in die gefährliche Arena hier. Das ist ja mega! Zack! Und gute Nacht! Können wir hier rüber? Wir können hier rüber. Oh, Menschen mit Prismastein. Eieiei. Gefährlich. Gefährlich, 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 gefährlich. Gerade noch geschafft. Weg. Raus hier. Weg hier. Oh, 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 oh. Okay, wir warten mal, ob wir hier ein bisschen Ruhe haben vielleicht. Haben wir nicht. Fall. Fall runter. Na komm. Okay, also wir haben einige... Sollten wir hier an dem... was hier hinter passiert, scheitern. Dann gehen wir nochmal kurz zum Schrein und leveln unsere Waffe auf. Denn wir haben ja gerade wirklich einiges gefunden. Mal kurz nachschauen. Ich hoffe, wir haben noch drei, vier... Ja, drei Titanitbrocken. Ah, wir brauchen noch eine große Scherbe. Wir brauchen noch eine dazu. Vorher, schade. Okay. Ist das bei euch auch so laut? Wegen dem Wasserfall? Alles Sachen, die TP ein bisschen wiederherstellen, die man notfalls gleich mal nehmen könnte. Und das nehmen wir hier mal, bevor wir da reingehen, um die Waffe zu verstärken. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt klappt. Wir müssen es versuchen einfach. Bleibt uns gesund zurück und ich würde sagen, es geht gleich los. Und go. Thank you.
Und jetzt hat gerade die Keule wieder aufgehört zu... zu burnen. Yes! Die Gerippe... Köpfe hier. Direkt geschafft. Sah gar nicht so schwer aus, ne? Sah bestimmt total easy aus jetzt, oder? War auch jetzt ehrlich gesagt nicht allzu schwer. Aber das liegt auch wirklich daran, dass wir waffenmäßig wahrscheinlich schon gut, einfach gut ausgestattet sind. Und vielleicht liegt es auch daran, dass wir hier in diesem Bereich relativ spät jetzt Einzug gehalten haben. Kann auch sein. Ich habe ja gesagt, ich bin mir nicht sicher, welchen Weg hier am besten ist zu gehen. Wir machen mal so, wie wir durchkommen. Und ja, anscheinend sind wir hier gut zu diesem Zeitpunkt schon gut ausgerüstet gewesen, genau. Ihr merkt, ich bin gerade selber noch ein bisschen, wah, ein bisschen, und so weiter. Ja, weil ich war wirklich ein bisschen nervös jetzt gerade vor dem Kampf, weil der ist... Dann wahrscheinlich, wenn man hier früher hinkommt, sieht das dann doch anders aus. Oder die haben den ein bisschen einfacher gepatcht. Oder unsere Waffe ist einfach so fett. Das wird sein. Unsere Waffe, unser Knüppel ist einfach hier die Macht. Damit knüppeln wir alles weg. Ja, so muss das sein. So muss es sein. Schön. Ja, dann gehen wir weiter. Ja, es geht voran. Ich freue mich, dass wir durch sind. Ja, das war nix. Und im Erntetal angekommen. So, und bevor wir jetzt aber zurück uns beamen, werden wir jetzt nochmal ein Gespräch führen. Und eventuell können wir bei ihr hier große Scherbe auch kaufen. Wir schauen mal. Hallo? Schönes Dekolleté. Are you a traveler? Yes. I'm Cloanne. Hi, Cloanne. A rare stone trader. I travel about collecting rare stones, which I sell to make my living. I never planned to visit this godsforsaken place. But I don't know. I just sort of ended up here. I must have just wandered in. But now that I'm here, I've been scouting around for rare bits. Oh, don't look at me like that. Many of these stones are quite useful. For instance, certain stones are used in smithing. Ah, now your ears prick up. I have extras if you can pay. This is my trade, after all. I came here in search of rare stones, but the place is nothing like I was told. All this poison, and you can't get very far inside. Don't just go haplessly wandering about. These stones may look all the same, but to the trained eye, each is unique. Some of them are used to smith weapons and armor. And some unique stones provide special benefits. Some of them are extremely rare and should be used with great thrift. None of the differences are easily spotted, but I've learned quite a lot, really. Drang Lake. How is it that I ended up here? It's funny. I can't seem to remember. I've searched every nook and cranny here. I suppose it's time to move on. Perhaps we'll meet again, if we live that long. I've searched every nook and cranny. Perhaps we'll... Okay. Okay. Ach, die versteckt Ausrüstung, okay. Aber die hat jetzt noch keine große Scherbe, leider nicht. Gut, dann gehen wir mal ans Feuer hier. Gucken wir mal, ob die hier dann schon sich vielleicht in Majula anfindet. Wir müssen sowieso zurück uns mal kurz aufleveln. Denn
Ja, 16.000 Seelen, da sind wir, ja, ja, ein Level auf jeden Fall. Vielleicht haben wir noch, ein paar Seelen gesammelt. Vielleicht können wir es noch zweimal aufleveln. Und dann geht's gleich weiter danach. Ja, yeah, ich bin froh, wirklich, ich bin wirklich immer noch froh, dass wir hier durch den letzten Boss und dieses Skelettkrieger da, haben wir die tatsächlich mit einem Schlag one-hitted. mit unserem Knüppel hier, das ist, ach, da ist er schon. Guck mal hier. Hallo. Na? Nee. Ja, die, irgendwann hat die große Scherm, aber jetzt leider noch nicht. Leider noch nicht. Aber vielleicht finden wir jetzt große Scherben in diesem Gebiet. Ich denke eigentlich, wir müssten eigentlich mal große Scherben finden langsam. Noch, wir brauchen ja noch eine einzige. Genau, Estos haben wir ja auch gefunden. Cool, das ist schön, das ist gut, das ist gut, das ist gut. So, und aufsteigen. Aufsteigen. Was nehmen wir denn jetzt? Belastung brauchen wir eigentlich nicht. Stärke nochmal, wir hauen alles in Waffe. Wir machen den Knüppel sowas von heftig jetzt hier. So. Und ja, dann sprechen wir sie nochmal an. Vielleicht hat sie irgendwas zu sagen. Ja, das wissen wir. Dankeschön. Ja, wir gehen mal kurz zum Schmied rein. Vielleicht hat der ja große Scherben jetzt. Ich, wie gesagt, alles weiß ich auch nicht mehr. So, kaufen, kaufen, kaufen. Ne, kleine. Kleine, 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 kleine. Und um ganz, ganz sicher zu gehen. Um ganz sicher zu gehen, gehen wir nochmal zu McDuffs Werkstatt kurz. Ob der vielleicht große Scherben verkauft oder so. Dann haben wir wenigstens die Gewissheit. Hallo, McDuff, wie geht's? Kaufen. Große, tatsächlich. Sogar zwei. Ja, das hat sich doch gelohnt. Tatsächlich hat er große Scherben. Oh, MacDuff, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Oh, das ist ja mega. Jetzt können wir die Waffe noch ein bisschen auf. Wir können auch, ich glaube, ein, zweimal aufwerten jetzt. Oh, Leute, das ist ja geil. Das ist ja mega. Ich freue mich wirklich. Ich freue mich wirklich. Allerdings haben wir nur 2000 Seelen jetzt. Hoffentlich macht er dazu den Preis. Ah, knapp. Verstärken. Einmal. Da haben wir Titanitbrocken. Brocken. Ach so. Okay. Na gut, immerhin einmal. Immerhin. Haben wir Glück gehabt, dass wir noch genug Geld gehabt haben auch. Mit 1930. Hat jetzt verlangt hier. Okay, wir haben die Waffe aufgewertet, soweit es zu diesem Zeitpunkt geht. Und unsere Waffe macht einen Schaden von 469. Jawohl. Wollen wir beidhändig halten? Genauso. Komischerweise. Na gut, egal. Egal. So, wir gehen weiter. Noch ein Stückchen, weil es gerade so läuft. Hängen wir noch ein bisschen dran hier. Und gehen in diesem Giftgebiet auf jeden Fall noch zum nächsten Leuchtfeuer. Kurz mal Sicherheitsspeicherung. Ja, die Banditenrüstung, die wir hier anhaben, die hat nicht allzu viel, ja, nicht allzu viel, Grunddefensive, aber die ist eigentlich, die hat ganz guten, eigentlich einen ganz guten Wert gegen Gift. Wir haben, glaube ich, nichts Besseres. Lass uns mal kurz kontrollieren hier. So, guck mal, Gift hier. Gift ist 22. Ja, die hat 24. Die ist auch nicht viel mehr, ne? Ich mag dieses Ding auch nicht. Die zwei Pünktchen sind sowieso egal. Also, gehen wir mal weiter hier. Alles klar. Und da sind wir schon hier im Gift. Gift in der Gifthölle. Aber hier liegen Items long. Und die werden wir jetzt alle mal looten. Das haben sie auch ein bisschen verändert. Also, das sieht besser aus. Diese Farbe. Irgendwie...
Schönen Tag noch. Titanitscherbe. 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 Schwindende Seele. Eine Fackel. Eine Scherbe. Schwindende Seele. Noch eine schwindende Seele. Schwindende Seelen braucht man nicht. Die sind eigentlich jetzt nicht so interessant. Eigentlich so gar nicht. Oh, jetzt werden aber hier viele langsam. Brocken, schön. Ja. Nimm, 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 nimm. Ob wir diesen Move hier schaffen, also ich weiß auch nicht. Komm. Noch eine Scherbe. Ja, wir können unsere Ausrüstung damit verbessern. Na, wo laufen wir hin? Schöne Seele. Giftiges Gedöns. Da krabbeln Leute auf dem Boden rum. Auch nichts Besseres zu tun hier. Boah, geil, wenn man so nonstop verfolgt wird. Da kommt richtig Spaß auf. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr darauf, ehrlich gesagt. Auf die Verfolgerei. Jetzt ist hier Schluss mit Verfolgung. Jetzt gibt's auf den Kopf. Uiuiuiui. Sagte er und... Eieiei. Was war das denn hier? Wir retten uns mal das nächste Gebiet. Oh, noch was. Duftzweig. Schön, den brauchen wir. Den brauchen wir. Und da ist auch noch einer. Hallo, Händler. Hallo, Skelett. Es war nett. Babette. Claudette. Na, immerhin. Kruder Stein. Naja. So, aber wir gehen mal zum Händler. Sagen dir mal guten Tag. Der Gavlan, den kennen wir ja schon. Okay, Gavlans Text ist ein bisschen begrenzt. Wir verkaufen ihm mal, was wir nicht unbedingt so brauchen. Was wir nicht mögen oder was wir doppelt haben. Ah, so ein Hammer, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das haben wir doppelt. Ja, auch nicht unbedingt. Ach, guck mal hier, das Schild können wir mal anlegen. Das ist das nicht hier mit Regeneration oder Beschleunigung oder was war das hier nochmal? Info. Ausdauerwiederherstellung, genau. Das werden wir mal anlegen. So, können wir dem hier was verkaufen? Genau, hier haben wir noch ein Doppelte. Von dem. Dann haben wir hier. Nö, das war's. Das war's. Ja, gern geschehen, Gavlan. Komm, mach jetzt mal. Fertig. So. Schild. Das. Ja, das hilft uns ein bisschen bei der Ausdauerregeneration. Ich glaube, ja, könnte sein, dass man es merkt. Das finde ich immer ganz cool. Und es könnte sein, dass wir jetzt sterben.
Wäre möglich. Wir müssen unbedingt nochmal hier runter, weil da unten, glaube ich, was liegt in dieser Höhle. Göttlicher Segen und Feuersamen. Für den Fall, dass wir uns noch ein bisschen auf Pyro machen hier. Und ein Titanitbrocken. Okay. Ja. Wir haben aber den Brocken, von daher. Egal. Müssen wir schauen, wie viele Brocken wir jetzt haben. Ich weiß, ich habe jetzt gar nicht mehr gesehen, wie viel zum nächsten Aufleveln brauchen. Ich brauche insgesamt 3, glaube ich, ne? Ich glaube, es wären 3 gewesen zum nochmaligen Aufwerten der Waffe. Haben wir 3? Okay, dann. Nix wie? Hin. Ah, jetzt haben wir keine. Aber wir haben Seelen gesammelt. Ich wollte gerade sagen, wir haben 0 Seelen, weil sie gerade verloren haben natürlich. Aber wir haben ja auch noch Seelen gefunden. Die lösen wir jetzt ein und ich hoffe, das reicht dann wieder für... Was hast du für eine Grippefürstenseele? So. Ist zwar auch eine Waffe irgendwie eine, aber... So. Nutzen 7-mal. Die brauchen wir einfach nicht. Wir wollen unsere Waffe weiter tunen. Und das können wir. Und wir können unsere Waffe sogar voll aufleveln. Und das machen wir jetzt auch. Titanitscholle. So, ihr Lieben, wir haben eine plus 10 Magnum-Keule im Gepäck. I'll be around if you make it back. Damit werden wir jetzt Schmerzen verteilen. Ja, komm. Bitteschön. Ja. Haben wir tatsächlich jetzt schon eine plus 10 Waffe? Das ist knallerecht. Hammer. Ja, und ich habe gerade vergessen, den Knochenstaub zu verwenden. Wie viel Knochenstaub haben wir? Wir haben nur einen. Das bringt uns auch nicht viel. Also was soll's. Dann machen wir das beim nächsten Mal. Wir gehen jetzt weiter. Haben hier alles abgelootet. Und holen kurz unsere Seelen wieder hier. Und dann geht's direkt weiter. In Richtung nächstes Leuchtfeuer. Und das machen wir an diesem Part noch. Ja, wir sind vergiftet. Ist mir egal, ist mir egal. Ja, da musste ich gerade an diesen Sänger tänzen, denken. Tänzen, hallo. Der ist ja leider verstorben, ne? Der dieses YouTube, diesen Hit gemacht hat, diesen kleinen. Ist mir egal, oder so irgendwie, ne? Irgendwas so in der Richtung halt. Fand ich einen Hammer irgendwie, wenn man sowas liest, finde ich. Also... Rechnet mit sowas eigentlich gar nicht. Wen betest du an? Wo kommt denn das alles her hier gerade? Ach hier! Ne, doch nicht, kommt irgendwie von unten. Von da unten, das ist noch eine Zauberin. Oder irgendwas, irgendein... Haben wir hier einen Hebel vielleicht? Ach, wir haben einen Hebel. Für die Tür. Na Gott sei Dank, da bin ich...
noch gefunden haben. Wer steht da unten? Ja, da steht keiner mehr. Wir sind UPIA. Am nächsten Leuchtfeuer. Ja, ihr Lieben, gut. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen was geschafft hier in dem Part. Ja, wir, Waffe auf 10. Mehr geht nicht. Das ist cool. Das, da denke ich, da kommen wir auch jetzt zügig weiter voran. Wie bisher auch. Und ich bedanke mich bis hierhin auf jeden Fall fürs Zusehen. Hoffe, ihr bleibt dabei die nächsten Ostertage noch. Beziehungsweise den nächsten Ostertag. Ich denke, wenn das Video hochgeladen wird, ist dann morgen, also Sonntag. Dann bleibt noch der Montag. Am Montag wird wahrscheinlich am meisten hochgeladen werden. Und ja, wie es auch schon in der Beschreibung steht, wenn euch das Video gefallen haben sollte und ihr mehr sehen wollt, mich noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich natürlich freuen. Lasst ein Like da, einen Daumen nach oben oder abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.